Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit einer neuen Folge von The Quarry. Ja, und erstmal vielen Dank für die Bewertung in der letzten Folge. Und ja, da kann ich dazu sagen, in der letzten Folge ist das Folgende passiert. Nick wurde angegriffen von einem Viech. Jacob war so blöd, hat ein Viech auf der Insel gesehen, hat nichts gesagt, ist mit Emma schwimmen gegangen, wäre fast selber umgekommen. Ryan hat den Tag gerettet und ja, jetzt sind irgendwie, haben wir insgesamt drei Gruppen mit einem schwer verletzten Nick. Emma ist komplett alleine und Jacob prinzipiell auch, also nicht so nice. Aber gut, wir machen auf jeden Fall weiter und das machen wir dann mit Jacob. Mädchen auf dich, Jacob. Was machst du hier? Okay. Okay. Das hört sich nach Wildschwein an. Hallo? Abby? Hallo. Du bist so eine Pfeife, wirklich. Wie ist dieser stabil gebaut? Scheiße! Drohend oder flehend? Also zu Jacob, erstens passt das perfekt, dass der in die Falle getappt ist. Das passt einfach perfekt. Ja, und weißt du, was auch passt? Dass er dumme Kommentare von sich gibt. Also drohend. Verdammt, wer bist du? Fick dich, du beschissenes Arschloch! Oh nein, Scheiße, was zum Teufel machst du? Fick dich doch! Was wird das? Psst, still. Ja, ich glaube, der wird mich umbringen. Der hat mich mit dem Messer umgebracht. Also das bringt jetzt nichts. Schließ jetzt besser die Augen. Hilfe. Was soll denn das? Stopp! Hilfe! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Wo willst du jetzt hin, Kleine? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was habe ich gesagt? Wildschwein. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht.
In die Hexe von getrunken. Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. War ich auch. Also, zeig. Was hast du da? Eine Karte. Es ist der Stern. Hm. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit. Und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit. Und Gewissheit, vielleicht. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir. Natürlich sollst du es mir zeigen. Ja, also, erstens, ich finde übrigens den Vogel wirklich schön. Was ich übrigens in der anderen Folge nicht gesagt habe, habt ihr euch das schon mal aufgefallen in der letzten Folge, dass das Wasser echt schlecht gemacht worden ist? Der Rest ist echt gut, aber das Wasser war voll kacke. Aber gucken wir uns mal das an, was uns die Hexe hier mal ein bisschen zeigt. So kleine Hexe Baba Yaga. Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Die Alte hat Spaß. Na gut. Es war so schrecklich. Keine Panik, Kapitel 4. So, ich will, bevor Abby weiterredet, ich will es mir einfach mal kurz angucken, weil ich meine, ich habe das echt nicht erkannt, was. Wo waren das? Ich glaube bei Tatort, ne? Genau, hier, der Stern. Also, erneut das spielen. Emma. Hat die da ein Foto gemacht? Erstmal Selfie. Mit einem fucking, was auch immer das ist. Das war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach. Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Nick. Hey, Kumpel. Kannst du mir sagen, was sie gemacht haben? Gemacht. Er ist voll daneben. Ja. Der Jäger. Stimmt. Ja. Da war ein Typ. Und noch was anderes. So eine Art Tier. Was ist denn für ein Tier? Nein, ich habe nur einen Kerl gesehen, der ihn wegschleppen wollte. Der ist wahrscheinlich einfach nur verwirrt. Der Kerl war echt riesig und sauer. Hab ich denn? Ist Abby? Ja, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Genau, und Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Wer hätte ihn zermalmt? Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich krass übel. Echt krass übel, Alter. Sorry, Mann, sorry. Üben wir Druck auf, ich meine, was soll passieren, außer dass er stirbt oder so. Ist okay. Tut das weh. Besser amputieren. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Du bist ein Vollidiot, passt einfach nicht. Wieso? Passt auch nicht wirklich. Also, ich meine, Dylan hat recht. Also, Leute, ganz ehrlich, das ist weg halt. Ich meine, ja, der Mann hat dann kein Bein mehr, ist klar, aber
Hallo? Ihr habt das gesehen, das ist sicherlich. Mama, wieso? Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht, dieses schwarze Zeug. Was? Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Ja, das passt ungefähr. Ja, wir rufen mal, vielleicht ist ja Jacob oder so. Hey! Ich hab eine Knarre und kann damit umgehen. Glaub ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Was wenn nicht? Wir warten ab. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Ja, hau lieber ab. Wie tapfer. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Aber ich will immer mal schießen, da ist ja nichts, ich sehe nichts und es könnte wirklich Emma. Nein, 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 nicht schießen! Tu's nicht! Ich will euch retten! Oh, Scheiße. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh, fuck, ja, natürlich. Ich bin fragend, Emma interessiert mich gerade null. Aber was ist dir passiert? Gut, gut, okay. Ich hab ja gesagt, ich hab Abby schreien hören. Dann rannte ich her, so schnell wie ich konnte. Vom See aus? Ja, dann bin ich plötzlich in dieses Ding, in diese Falle getreten, so wie Jäger sie nutzen. Jäger? Ich hab doch gesagt, Jäger. Das Ding hat sich um mein Bein gezogen. Und dann den halben Baum hoch. Zack! Ich häng da also. Halbnackt. Und dieser Typ kommt mit so einer scheiß Machete auf mich zu. Starrt mir direkt ins Gesicht. Aber ich habe ihm eine Lektion erteilt und mich dann verpisst. Gut, wir müssen Abby und Nick zurück zur Lodge bringen. Jetzt sofort. Ganz genau. Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? Ja, nein. Ich wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer... Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Oh. Ja, nein, das ist echt krank. Oh, und Mann, wie konnte ich nur vergessen, euch das zu sagen? Ich habe im See jemand treiben sehen. Eine Leiche? Ach was, nein, 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 nein. Einer der Schwimmer der Schulmannschaft ist beim Training vom Weg abgekommen und klar eine Leiche, blöd, Mann. Aber klar doch, Jacob. Nein, im Ernst, das stimmt. Das war vermutlich einer der Betreuer, die nicht aufgetaucht sind. Aber ich bin nicht sicher, weil er war so aufgebläht und... Da stimmt was nicht. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Nein, ich lasse nicht los. Hört jetzt auf. Wir sitzen in der Scheiße. Und ihr kaspert rum. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan! Das ist Bullshit! Schau, wie es ihr geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Und dann noch eine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot.
Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich habe eine Idee. Zum Glück hat jemand eine Schubskarre mitgenommen. Ah, schaut lustig an. Mal sehen, was der Abend bringt. Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen, kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufrege und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker, Freunde. Ich hasse Influencer. Auf zum Baumhaus, Entdecker, Freunde. Weißt du, das ist auch so jemand, der so, keine Ahnung, wahrscheinlich über 1000 Follower hat. Einfach so, ich mache nichts. Ich bin hübsch. Punkt. Und ich war das wirklich. Ich hätte erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich habe mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Ja. Ignorieren wir einfach mal. Können wir nicht mehr, haben wir jetzt gemerkt. Dass das, ja, in See landet. Wo auch sonst, was habt ihr gedacht? Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Das wär's wohl dazu. Guck, das meine ich richtig Influencer. Also, guck mal, ich habe ein Brot. Weißt du, was ich jetzt damit mache? Ich esse es. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das traurig ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie, warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Was denn? wir gehen mal rechts entlang. Mal gucken, was da ist. Ach, was soll's. Jetzt stecken wir sowieso mittendrin. Und zwar richtig. Weil wisst ihr nämlich was? Ich habe mich wirklich auf den nächsten Teil meines Lebens gefreut. Ich meine, der Sommer war toll, aber jetzt... Ich meine,
Kommt schon. Ich weiß, wenn ich das hier poste, wird Hackett's Quarry eine ferne Erinnerung sein. Ich weiß, es ist nur eine Nacht und man muss das Beste aus seinen Chancen machen und so weiter. Vielleicht will ich mich nur nicht mit dem Naheliegenden abgeben. Abby hält mich ja für selbstbewusst, aber eigentlich will ich verzweifelt in einer Welt klarkommen, in der jeder anders sein will. Merkt man. Und dann bist du so, warum tust du dann auch so püppchenmäßig, weißt du? Also ich glaube, wenn die so ihren richtigen Charakter rausbringen würde, wäre die sogar viel interessanter. Also dieses püppchenmäßige, so, und ich bin hier voll die Influencerin. Und guck mal, da ist ein Treffpunkt. Und weißt du, was man da macht? Da trifft man dich. Weißt du, ey, ist ja komplett lost. Oder auch überhaupt, wie sie mit Jacob umgeht. Wie ein bisschen manchmal sehr lost. Gibt es hier überhaupt noch was? Oder läuft mal... Diese Töne mal drumherum, man weiß nie, was als nächstes kommt. Es ist irgendwie ganz nett. Ich fühle mich, als wäre ich zum ersten Mal im Sommer allein. Gefällt mir. Das verstärkt die ganze Jacob-Sache irgendwie. Er sollte mich ja eigentlich holen kommen, aber jetzt, wo ich allein bin, gefällt mir das gut. Sorry, Jacob. Wenn du das siehst, nimm's nicht persönlich. Geht da um mich. Wir sind cool, ja? Ja. Wir sind cool. Ich meine, wer weiß. Vielleicht sehen wir uns in 50 Jahren wieder und erinnern uns wehmütig an diesen einen tollen Sommer im Hackett's Quarry Sommercamp und den Funken, der uns verändert hat. Dann sind wir ein 70-jähriges Liebespaar und haben irren Rollator-Sex. Hey, könnte so sein. Die Zeit wird's zeigen, Jakey Boy. Und du weißt, die Zeit macht uns zu Narren. Aber wir werden die aufregendsten Narren überhaupt. Nur so lang muss ich mein Ding machen. Tut mir echt leid. Ich verstehe dieses mein Ding nicht wirklich. Weil ich meine ganz ehrlich, sie empfindet ja schon was für ihn. Und irgendwie kommt sie ja auch damit nicht so wirklich... Ja, tschüss. Ey, Junge, diese Mucke fuckt mich gerade mega ab. Ich denke mal, ich treffe hier gleich auf was. Ah, hier ist auf jeden Fall mal was. Warte mal. Wie kann das Mr. H gewesen sein, wenn er doch in der Lodge war? Streichhölzer aus dem Harbinger Motel. Ein paar wurden abgebrochen und auf der Zündfläche sind Gebrauchsspuren. Harbinger Motel, waren da nicht Laura und so weiter? Und wir haben noch einen Hinweis gefunden. Wahrscheinlich dient das Verbot für wenige dazu, die Camper zu schützen, als zu verhindern, dass die Leiche im Wasser gefunden wird. Möglich. Der Rabe nimmermehr. Okay, also da wurde auf jeden Fall Feuer gemacht. Vielleicht von Laura oder Max. Obwohl wir ja wissen, dass Max gebissen wurde. Geht's hier weiter? Eine schöne kleine Insel, oder? Ne, hier geht's nur runter und ich glaube, wir können nicht rüber schwimmen. Es ist so gruselig. Na Joti, ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als jetzt hochzugehen. Ich muss das wohl echt einhändig machen. Hm? Es ist eine Leiter. Du wirst es auch hinkriegen, eine Leiter hochzuklettern. Das klang nicht gut. Ach Mist. Ihr solltet wissen,
Ich bin ein Ass im Leitersteigen. Voila! Das ist das luxuriöse Pentbaumhaus. Offensichtlich. Erbaut im Jahr 18, scheißegal, von einem Mann mit verbundenen Augen, mit dem besten morschen Holz, rostigen Nägeln und feinster Eselsspucke. Ein echter Hackett-Klassiker. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Tschö. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Also erstens die Falltür. Wir haben ja gesehen, was da bei Jacob war. Wenn dieses Vieh immer noch in dem Baumhaus ist, ist Emma mega in großer Gefahr. Wir durchsuchen die Taschen, gucken, ob da irgendwas Günstiges ist. Vielleicht ist da der Pumpka dabei. Wenn Laura und Max vielleicht da waren, vielleicht hat ja Laura irgendwie eine Waffe. Wir wühlen. Oder sowas. Und wisst ihr was? Ich zieh mir etwas an. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. Ja, genau. Zieh dir was an. Dann genug Oberkörper frei gesehen. Bärenspray. Aber irgendein Spray auf jeden Fall. Not bad. Cool. Gut, also ich glaube, da oben ist was. Und ich werde nicht erschrecken. Das kann ich euch wirklich versprechen. Das ist keine gute Idee. Das ist einfach keine gute Idee. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt. Keine Zeit für Zugang. Scheiße. Benutzt das Bärenspray. Oh Gott, was ein Vieh. Raus, weg, lauf. Oh, ich darf dich verkacken. Wichtig. Der ist weg. Wichtig, sehr gut. Scheiße. Boah, ist das ein ekelhaftes Vieh. Sprühen! Voll in die Fresse! Tür zu! Oh Gott! Das ist jetzt dämlicher. Na, egal. Bärenspray benutzen. Steh, Emma, beweg deinen Arsch! Wichtig. Puh. Noch einmal Glück gehabt. Boah. So. Puh. Tief durchatmen. Das war's erstmal mit der Folge.
Alter Falter, das ist kein Bär, das ist dann doch eher ein Werwolf. Ja, also verarbeitet die Sache ruhig. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich muss auch erstmal verarbeiten. Und Emma kann ja doch was, außer nur hübsch sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin raus und tschüss.